Ja, und damit wieder einmal. Da ist die Kamera. Und damit wieder einmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Outlast. Die Kamera. Der Stand der Dinge: Kamera ist da unten im Loch. Wir müssen sie jetzt wiederholen. Ihr Schwein. Ich habe keine Nachtsicht. Wir können da nicht durch. Da ist es dunkel. Da ist es dunkel. Ich weiß auch nicht mal, wo wir her. Wir sind von da rüber Ja, gesprungen, wir glaube ich, müssen es ne? da runter. So, da runter? Ja. Na gut. Wir können da kurz Irgendwann dann nochmal. uns hier abzulenken. Ich bin emotional down. Wir Warte, haben warte, da warte. unten. Sie hat Angst, sie ist alleine. Da ist dunkel. Keiner hält sie. Da unten, da blinkt sie auf. Ja. Da. Auf jeden Fall Gut. wollte ich noch kurz was erwähnen. Wir haben ja schon längere Zeit, kam jetzt kein Video mehr, also wir haben schon längere Zeit nicht aufgenommen. Ja, ist so, ne. Passiert mal. Nee. Aber, muss ich aber treffen und dann. Ja, ne. Kommt, wie es kommen muss. Trifft sich nicht. Ach ja, wir haben ja einen Finger verloren, stimmt. Ich erinnere mich. Ich habe so Panik bei diesem Spiel, ne? Echt? Ich bin nur emotional traumatisiert, weil wir die Kamera verloren haben. Die war unser einziger Kamera. Freund hier drin. Die war immer da. Oh, fast. Mach den Laden doch nicht kaputt. Geh ums Bett. Crouchen. Geh einfach ums Bett rum. Geh doch einfach jetzt rechts rum. Da, hallo, rechts rum. Komm mal nicht. Oh. Na gut. Was? Was nutzen uns Batterien, wenn wir keine Kamera So haben? eine kleine Batterie kann man auch sicherlich irgendwo tragen. Was ist das daneben? Walkie-talkie. Jo. Das ist so fucking dunkel ohne Kamera. Was ist? Es ist mega dunkel ohne Kamera. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen scheiße. Hm. Ich dachte gerade, da steht jemand. Wie sollen wir denn jetzt Tagebuch führen? Können wir nicht mehr. Stimmt. Wasser? Da ist ein Loch. Okay. Da geht's noch runter. Ich hoffe mal, man findet noch irgendwo Dokumente, aber die würden ja schon längst blinken. Kann man da irgendwas sehen, bevor man da runterspringt? Nein, kann man nicht. Okay, dann. Eigentlich noch nicht runter, aber egal. Ja, du hast dir vorhin schon mal was erzählt zum Aufnehmen, ne? Warum hier keine Folgen ist, seit in Outlast erschienen sind. Ach du Scheiße. Hast du schon alle. Fuck. Ja. Hast du dazu jetzt schon alles gesagt oder? Ich Mehr hab da nicht kriegt ihr ganz. nicht. Mehr kriegt ihr nicht so. Mehr Da nicht sagen wir ganz nicht. zugehört, gerade in dem Moment. Ist das nicht die Stelle aus dem Trailer? Fick dich! Fuck! Was ist das? Müssen häufiger Horrorspiele spielen. Ich bin so krass erschrocken gerade. Ja, aber ich Oh kannte die Stelle noch. no. Ich hab die voll vergessen. Deswegen, wir müssen auch Horrorspiele spielen, die ich noch nicht kenne. Hallo. Okay. Was liegt hier? Was leuchtet blau?
Wasserflaschen. LED-Wasserflaschen. Wo? Okay, ich muss jetzt gehen, sorry. Alter, wie soll man denn hier überhaupt irgendwas sehen? Oh. Ich hoffe, es passiert ja nichts. Es wird aber irgendwas passieren. Natürlich. Ich frage mich aber die ganze Zeit, wie können uns die anderen verfolgen? Wir haben diese Kamera mit Nachtsichtgerät. Und da frage ich mich, wie können die anderen ohne Nachtsichtgerät gucken? Keine Ahnung. Da ist die Kamera. Es wird irgendwas passieren. Da ist die Kamera. Du musst dann außen rum gehen. Du musst außen rum. Nee, da lässt du musst du gehen. Hab ich mir noch gemerkt. Die Kamera. Ah! Oh. Lauf! Fuck. Es war so klar. Alter, jetzt noch Störbilder? Fick dich. Nein! Oh. Lauf. Hier rum. Ist da lang. Jetzt links. Jetzt da ist rechts rum. Ist da rüber. Ist links. Links. Nochmal links. Ja. Da durch. Komm ich da hoch? Nein. Hä? Doch. Ich dachte schon. Wir springen. Rechts da. Hey. Und mach deine Nachtsicht da kurz aus. N. Nein. Nein. F. Oder? F, ja. Digga, ich hab's mir gemerkt. Es war ja klar, es war ja so klar, dass irgendwas passieren muss. Aber die Kamera ist kaputt. Splitscreen-Aufnahmen. Hello darkness, my old friend. Die Kamera kaputt. Mann. Ich muss jetzt gehen, das ist voll nervig. So ging's mir in der letzten Aufnahme. Was ist? So ging's mir in der letzten Aufnahme, muss ich auch noch gehen. Warum auch immer? Mein Kane war aber viel krasser. Nee, keine Ahnung, ich. Wir waren beide, wahrscheinlich beide da unterzuckert. Lol. Okay, einfach mal schön sliden. Alter, da hättest du ja schon voll die Splitter so in den Fingern drin. Oh. Ah, da lang. Leer raus. Das sind nirgendwo Schichte eigentlich dran Notausgang, ne? Hey, perfekt, eine Brücke. Sag ich doch, also. Da. Hallo? Oh. Hier ist bestimmt noch irgendwo was. Perfekt. Das ist geil gewesen, wenn ich dadurch verreckt wäre. Guck nach hinten. Da, ah, da musst du durch, ja, da musst du. Hallo? Ja, wir kommen. Er sieht uns. Nein, so. Boah. Das war schon die Nachtsicht. Fass mich nicht an, ich nehme alles auf, noch. One way. Nein, oh, sorry. Was hab ich den Teppich bewegt? Alter, was machen die mit ihren Gesichtern? Was wunderschöne Augen. Okay. Okay. Ich meine, wie kriegt man dein Gesicht so hin? How do you know you're not a patient? Also, ich habe noch kein Spiel. Der Rex hat mich eingeschossen. Ich habe noch kein Spiel gesehen, aber ich glaube, unser Gesicht sieht nicht so zermatscht aus wie deins. Oh nein, ist alles wieder so eng. Bitte, Fettsack, bleib weg. Ich hab ein sau ungutes Gefühl, wenn das hier schon wieder so eng ist. Ich hasse dich. Ich hasse dich!
Ja. Erstmal schön leer machen. Waren wir hier nicht schon mal? Waren wir nicht am Anfang? Der Fetzer kommt jetzt nicht hier hin, oder? Hä? Ich glaube, wir waren hier am Anfang. Das kann gut sein, ja. Oh, der Dicke will mit uns spielen, dieses... Nein, ich weiß nicht mal, wo man sich hier verstecken kann. Weiche. Weiche. Wo ist der? Da. Er atmet, das ist so ein Nebelschwein von seinem Atem. Fuck! Nein! Wohin? Wohin? Ich weiß nicht wohin! Hi! Ja klar! Scheiße! Achso, das funktioniert nicht. Ich stehe ja so ganz offen oben, so Kuckuck. Du stehst auf so einem. Ach ja, ich kann mich auch ducken. Halt, ab. Versuch mal links, links, dadurch. Nein, also durch die Tür. Durch die andere Tür. Da, durch die Tür. Und komm mal ran. Guck mal nach oben. Naja, okay. Ich dachte, vielleicht gibt's da ein Lüftungsding. Okay, versuch durch die Toilette zu gehen. Du musst irgendwie. Die Räume abklappern. Okay, du musst jetzt irgendwie welche Räume abklappern, ob es irgendwie nach oben geht. Rechts. Ja, hoch. Rechts, da. Oh. Nacht zu hell, mach Nachtsicht aus, Da war gerade da unten. Bist du Bill Gates? Hast du. Ich geh mal hier rum. Oh. Das Ding wird schon mal zusammenbrechen. Oder hier springt mich noch irgendwas an. Ich schätze mal, das ist ein anderer Eingang, den wir nehmen können. Aber ja, guck mal. Ah, ein Dokument lesen. Schnell Dokument lesen und dann abhauen. Für die Dokumente! Ich muss anders. Ja, hoch und dann Dokument lesen. J war es, so. Glaube ich. J. J. Ach du Scheiße, wie viel ist das? Ja gut. Liest du oder soll ich lesen? Schnick, schnack, schnuck. Nein. Dann lese ich es jetzt ab. Von Vigalondo at MerkovCorp.us.com an c.eisner@merkovcorp.us.com betreff Patient William Hope. Hey Cindy, ne? Du alte Frikadelle, hatte eine weitere interessante Unterhaltung mit Billy heute Morgen. Er sagte, dass er erneut mit Dr. Wernicke über seine Therapien am Weißen Ort gesprochen hat. Ich bin beunruhigt, dass sich seine Ängste durch die Medikamente nur noch verschlimmert haben, was aber nicht in der Beschreibung von Benzodiazepin steht. Jedenfalls scheint sein toter Doktorfreund seinen Kopf mit noch mehr deutscher Folkloristik zu füllen. Ne, sowas, ne? Anscheinend können nur vampirähnliche Falter den Warrider töten, die von einem Dämon namens Horrorzi ausgespuckt werden. Was? Horrorzi? Die Falter saugen den Atem von den Lippen der Menschen und trinken Blut aus ihren Brustwarzen. Sie können auch die Gestalt von abgemagerten, aufrecht laufenden Schweinen oder kranken Hunden annehmen. Das behauptet Billy jedenfalls, und der muss ja wissen. Du hast erzählt, dass Billy schon mal die Tattoos seiner Mutter erwähnt hat. Waren das zufällig Schmetterlinge? Wenn
ich mich das nächste Mal außerhalb von Murker Firewall befinde, werde ich online nachsehen, ob ich irgendwas davon in den deutschen Legenden finden kann oder ob sich Billy diesen ganzen Kram nur ausgedacht hat. Würde sehr gerne einmal die Notizen vergleichen, gerne auch bei einem Glas Wein. Aha. Ist ganz schön einsam hier oben auf 2. Der will bomben. Kurt. Ja gut. Der will. Kurt, lieb sind die. Oh. Ah. So. Stell dir jetzt mal vor, der Dicke wäre plötzlich hier oben drin. Jetzt hier in der Ecke, ne? Ja. Was ist das hier? Da waren wir gerade eben drin. Komm, da rein, ja, da drüben war die Toilette, wo ich rein wollte. Ja, doch, stimmt. Doch, da haben wir uns versteckt gerade eben im Raum hier. Und da hinten habe ich das erstmal versteckt hinter dem. Genau. Sechse. Hallo. Wir benutzen den Typen. Wir benutzen dich noch. Hey, jetzt können wir den nochmal. Wenn ich jetzt hier ausspringe, werde ich locker besuchen. Aber, ey, wir können jetzt ein zweites Mal benutzen, indem wir auf ihn landen. Stimmt. Da hinten ist der Weg uns versperrt. Das heißt, ich muss wahrscheinlich im Fett in die Arme rennen. Sicherheitsgründen. Kannst du leise schließen? Wenn du gedrückt hältst, kannst du, glaube ich, leise schließen. War wir nicht direkt am Anfang in der Bibliothek? Ja, aber es war eine andere. Boah, die sind sehr belesen, die Irren. Ich habe so viele Bibliotheken. Vielleicht haben sie auch aufgeräumt. Die ganzen Köpfe und Leichen haben sie alles aufgeräumt. Rechts durch. Ja, da kommen wir nicht durch. Ich glaube, von da sind wir aber hingekommen. Oh Gott. Nee, kannst du nicht. Kannst du nur. Schade, da geht's doch nicht. Nein. Ach, während du sie gerade öffnest, kannst du sie leise wieder schließen. Das geht nur während. The key to the house of God is in the theater, behind the light. In the theater, behind the light. You have to see the movie, so that's where I left the card. Okay? Hey, Joker! I need your help. Das ist ein Aufenthaltsraum. Yes, coming! Okay. I'm coming! Weißt du, anstatt dass er uns einfach den Schlüssel gibt, ne? Ich meine, wir haben doch schon genug gesehen. Wir haben alles aufgenommen und so für den Priester, ne? Und kommt die Feuerwehr, wenn ich da jetzt drücke? Feuerwehr? Na, aber anstatt das auf den Schlüssel zu geben. Nein, der Typ versteckt das in so einem Kinosaal. Das ist ein Aufenthaltsraum auf Englisch. Lobby? Nein. Lobby ist Eingangsbereich. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall nach unten. Und gehe an der Treppe vorbei. Ja. Logik. Oh Mann, oh Mann. Ja, ich bin Pool. Doch, da müssen wir, glaube ich, rein. Ja, sehr gut möglich. Ich fürchte, wir werden da gleich wieder auftauchen. Das kommt mir auch, glaube ich, aus dem Trailer bekannt vor. Gut. Da ist eine Treppe. Also Leiter, Mensch, Leiter, aber. Oh, was machen diese die Geräusche? Oh Gott. Der kann schön spielen. Apropos spielen. Lass noch eine Minute.
Aber ich würde mich lieber vorher umgucken, bevor ich irgendwo hochrenne. Ah, eine Seite aus der Langklettern gleich. An der Kamera vorbei. Machst du auf Mission Impossible. Na gut. Du hast noch eine Minute. Das hast du gerade schon gesagt. Ja, vor 10 Sekunden. Mann. Da spielt er. Der ist echt begnadet, der Typ, der kann gut spielen. Oh Mann, warum hört er auf? Oh. Keiner mag uns. Okay, ich glaube, bevor du jetzt da reingehst, sollten wir wechseln. Das war, glaube ich, der Raum, wo der gespielt hat, ne? Nein. Nein? Okay. Ja gut, dann geht's in der nächsten Folge weiter. Mit Christian da hinten drin. Was auch immer das für ein Raum ist. Kinosaal. Kino? Mhm. Oh. Ja, das könnte die Sitzanordnung erklären. Und das hier ist dann wahrscheinlich die Leinwand. Okay, in der nächsten Folge geht's weiter. Ciao.